So. Also soll nur auf die rechte Seite Munition gelegt werden. Hier scheint es alles noch okay zu sein. Das heißt, ich nehme jetzt mal kurzfristig... Schießt da jemand? Nein. Ich will nicht schon wieder entlaufen müssen. Baukisten. So. Jetzt machst du bitte hier ganz viele Kisten hin. Und da ganz viele Ärmchen hin. Und sortierst jetzt erstmal einfach alles weg. So. Dann habe ich schon irgendwas an Munition. Ja, hier. Nimm die mal mit. Glaube ich wieder da hinten hin und versuche dann herauszufinden, warum die doofen Türme da nicht schießen. Es wird wahrscheinlich ein Hydralisk sein, also diese Spuckerviecher. Und wir haben keine Sniper, wenn wir die Munition haben. Lauf, 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 lauf. Ja, muss dies doch. Hat mir eben die Mauer da weggeschnetzelt, so du. Splatter. Okay. Alte Gun-Turrets da und da. Hör auf zu plärren, die Bedrohung ist vorbei. Wird beladen. Reparier das, weil wir noch keine Robo-Abdeckung hier haben. So, so, so. Sniper-Türme. Hier müssen Sniper-Türme hin. Dafür habe ich keinen Kupfer. Ich gehe wieder Kupfer klauen. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt wenigstens 2 Minuten oder so spielen kann, ohne dass irgendwo innerhalb der Basis Gegner auftauchen. Das wäre echt entgegenkommen vom Feind. Man muss ja auch, ne, Gentleman-Hydralisten-like sein zwischendurch. Das macht Krieg doch gar keinen Spaß. So. Du hast auch keine Muni. Hier hast du ein bisschen was. Also, Sniper-Türme bauen. 10 Stück. Hier ist das mit der Munition richtig. Das ist gut. Da fehlt was. Das lässt sich nicht ändern. Hier sollte jetzt eigentlich zwischendurch immer mal wieder Sniper-Munition ankommen. Was? Achso, hier unten war Sniper-Munition, aber da war kein Gegner. Der Gegner hat weiter oben angegriffen. Das heißt... So. So, und Ärmchen. Du kommst von da, ja, ist okay. So. So, und das müssten jetzt alle Sniper-Türme gewesen sein, die ich neu gesetzt habe. Oh, Sniper-Munition, das ist doch sehr praktisch. Dann tue ich doch einfach mal noch eine von den vielen tollen Holzkisten hier hin, leg die so rum raus, schmeiß da die Sniper-Muni rein und dann müsste sich das doch eigentlich hier verteilen. Oder ein Gierlappen schnappt sich alles weg, bevor das andere essen kann. Dafür bräuchte ich also jetzt eigentlich langsame Ärmchen. Damit auch die unteren mal was abbekommen. Genau. Geht sich nicht so ganz auf, aber innerhalb von 10 Minuten oder so müssten eh alle Sniper-Türme da was haben. Das heißt, das hier unten hätten wir schon behoben, kurzfristig. Langfristig brauchen wir allerdings überall Sniper-Türme. Also auch hier zum Beispiel. Wir bräuchten viel mehr. Die bräuchten auch alle Ärmchen, die müssten auch alle vollkommen befüllt werden und. So, also bau viel mehr davon. Ist ja soweit alles voll, richtig? Richtig. Okay. Kupfer. Runter zum Kupfer. Weil ich müsste jetzt das Kupfer eigentlich anschließen an die komplette andere Basis. Also an die Munifabrik zum Beispiel. Und hier kommt immer noch kein grüner Trank raus. Ernsthaft? Weil Ärmchen fehlen, weil... Grüne Chips fehlen, weil jetzt keine grünen Chips mehr hergestellt werden. Okay, also ein grünes Chip-Ding sollte immer laufen. Kann jetzt, wenn ich 2 wieder anstelle, dann wird es wieder zu Engpässen kommen, richtig? Machen wir mal schneller. Kurz nur zum Testen. Du bräuchtest auch Sniper-Muni. Habe ich nur gerade keine. Du auch. Alle brauchen Sniper-Muni. Alternativ könnt ihr einfach die hier rausnehmen und von Hand da einfach mal so ein Stack reinschmeißen, ne? Könnte auch helfen, zwischendurch so ein bisschen nachzuschieben. So, so, so. Da.
Ja, jetzt habe ich ganz viele Fließbänder, so. Ja. Von Hand helfen hilft und so. Und Kupfer scheint trotzdem hinzuhauen. Also ja, wir haben auch den Output verdoppelt. Das hat verdammt noch meins. Oh ne, haben wir nicht. Ich habe mich von zigtausend Angriffen ablenken lassen, was unverzeihlich ist. Und vergessen hier den Schmelzofen zu setzen. Jetzt haben wir den Output fast verdoppelt. Jetzt haben wir ihn verdoppelt. Gut, 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 gut. Irgendwo irgendwas Dinge. Da. Wurzel. Keine Muni mehr. Ah. Ups. Ups, ups, ups. So, irgendwo schießt noch jemand. Da. Reparieren bitte. Essen und trinken. Ja. Nicht schön, aber langsam kommt es in geregelte Bahnen. Ich brauche jetzt echt nur noch die 150 hellblauen Tränke, theoretisch. Damit ich die blauen Kisten herstellen kann. Dann ist es nur eine Frage der Zeit und Roboter bauen, bis alles automatisiert ist. Hier mal ein Stack davon. Grüne Ärmchen habe ich noch nicht automatisiert, ne? Ne, ich glaube nicht. Grüne Ärmchen bräuchte... Ja, ich könnte einfach hier eine grüne Ärmchenfabrik hinsetzen. Aber ich sehe gerade, wir haben Stromprobleme, also ist irgendwo irgendwas kaputt gegangen. Ich glaube, oben die Steam Engine wurde zwar noch nicht ersetzt. Wow, Steam Engines ein paar. Hier arbeitet alles? Ja. Okay, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Ah, darum, 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 darum. Doch, wurde ersetzt. Die laufen auch alle, nur halt nicht mit genug Strom anscheinend. Dann probieren wir doch einfach mal. Wo sind meine Steam Engines? In der Mache. Ich setze einfach hier nochmal welche ran. Weiß nicht, ob es aufgeht, aber vielleicht. Das heißt, du musst dann wahrscheinlich weg. Wo seid ihr? Da seid ihr. Blub, blub. So. Ja, ist nicht heiß genug. Es gibt keine besseren Boiler. Aber ich habe Charakterlogistik-Slots jetzt, aber keine Charakterlogistik-Roboter. Also Transportbots habe ich glaube ich nur eine Handvoll. Die sind so langsam, selbst wenn ich stehen bleiben würde, würde ich den weglaufen. Das da wäre auch wichtig. Für die Fuel-Blocks, weil wir irgendwann keine Kohle mehr haben. Aber das hier ist mein Ziel. Das heißt, erstmal wird nicht geforscht, bis ich 150 hellblaue Tränke habe, was eine Weile dauern dürfte. Und hier unten kann ich weiter abreißen, richtig? Ja, ich glaube, das hier brauchen wir alles nicht. So. Bau bitte. Baumannstext mit einem 5er Trupp Schmelzöfen. Solarpanels und Akkus. Gut. Und klau hier das Stahl. Ja. Wie schaut's aus bei der Sniper-Muni? Du hast wieder kein Kupfer. Das habe ich mir fast gedacht. Aber die Ärmchen können jetzt weg. Und ich müsste jetzt eigentlich von Hand das so umbauen, dass die Sniper-Munition hier wieder reingelegt wird. Allerdings habe ich dafür keinen Platz. Bau mir hier eine Kiste, da kommt rein. Das erstmal. Dann gib mir bitte alles an Sniper-Muni, alles an Sniper-Muni, alles an Sniper-Muni. Tu sie da wieder rein. Hör auf zu arbeiten, verdammt nochmal. Geht hier gar nicht. So, du da, du leg rein. Jetzt habe ich noch ein bisschen was auf Tasche, aber das sollte gleich hier frei werden. Mach einfach daraus Stahlkisten. So. Jetzt fehlt es nur noch, dass wir überall mehr Sniper-Türme verteilen. Und bau bitte. Ja. Und dass wir Smart Inserter. Also nächste Folge definitiv. Wobei, das kann ich jetzt noch was schaffen. Ein Smart Inserter an die blauen Ärmchen ransetzen. Also, wir haben schon einen kleinen Komplex, der gelbe Ärmchen macht und blaue Ärmchen. Daran kommt einfach noch ein grünes Ärmchen-Ding, das das Ganze in die Kiste legt, damit ich es zwischendurch abholen kann.
Was aber eigentlich auch heißt, ich sollte dann gleich die Lavalampe so umbauen, dass auch Hellblautrinker automatisch produziert werden. Wow, ist das laut. Hellblautrinker auch automatisch produziert werden. Jetzt ist nur die Frage, wie das platztechnisch hinkommt. Immer noch kein Strom, das ist nicht gut. Hab ein bisschen zu viel expandiert, ja. Aber wir haben keine Lasertürme. Also das Schlimmste, was passiert, wenn der Strom ausfällt, ist, wir haben kein Licht mehr und es werden keine Güter produziert. Aber verteidigen können wir uns immer noch, weil die Fließbänder keinen Strom verbrauchen. Was natürlich auch unlogisch ist, aber ist halt so. Gibt's aber einen Mod für, der wahrscheinlich auch mit Hardcore nicht kompatibel ist. Genau, grüne Ärmchen herstellen. Also runter, 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 runter. Achso, ein bisschen was von der Sniper-Munition verteilen an taktischen Stellen, so. Damit ich nicht andauernd hin und her laufen muss. So. Hier war auch noch einer. Ja. Schön. Grüne Tränke kommen wieder, das ist super. Und hier sollte das Ding hin. Also mache ich. Ich lasse dich da. Bau dich hier. Das ist nicht gut. Das muss ein wenig umdisponiert werden. Ein wenig mehr umdisponiert werden. Sieht jetzt komisch aus, aber es klappt so. Du brauchst nämlich da. Aus die blauen Ärmchen von hier drüben. Schränk dich mal auf ein Stack. So. Und die Chips von da unten, dadurch werden grüne Ärmchen hergestellt und die grünen Ärmchen werden dann hier in noch eine extra Kiste reingelegt und auf zwei Stacks beschränkt. Allerdings werden keine davon hergestellt, weil nicht genug Eisen ankommt gerade, aber das ganze Eisen verbraucht wird für grüne Chips, die wir gar nicht mehr brauchen. Also mache ich das Ärmchen hier weg, sodass sich die grünen Chips wieder stauen und wenn genug grüne Chips da sind, ist Eisen über für alles andere. So funktioniert diese Lavalampe. Und dass hier Eisen durchkommt, war nicht geplant. Das heißt, ich brauche hier noch ein Fließband und hier noch ein blaues Ärmchen, damit auch kein Eisen durchkommt. Damit alles oben in der Lavalampe endet. Und euch fülle ich mal von Hand mit Eisenstacks, Eisenplatten. Damit ihr alle mal arbeiten seid. Gut, grüne Ärmchen kommen, dementsprechend kommen auch bald hellblaue Tränke. Was bräuchte ich jetzt, wenn ich theoretisch hier oben noch irgendwo irgendwie hellblaue Tränke reinquetschen wollen würde? Zum einen haben wir das Problem, dass wir die hellblauen Tränke nicht in die Labore reinbekommen, da auf dem Fließband nur Platz für zwei Sorten ist. Wir bräuchten also eine komplett andere Forschungsanlage. Die hatten wir früher zweigleisig gehabt und dann hat man mit langen Ärmchen gearbeitet. Das heißt, an jedem Forschungslabor war ein kleines Ärmchen, so wie das da, auf der einen Seite und nur ein langes da. Das kleine Ärmchen hat dann grün und rot genommen und das lange hat dann hellblau und lila genommen. Das heißt, wir müssten eigentlich nur diese Reihe um einen nach oben verschieben, das Fließband da lang laufen lassen und dann irgendwie die hellblauen Tränke auf die Seite vom Fließband bekommen. Was doof ist, weil hier ist nicht wirklich viel Platz. Das Ganze umdrehen wäre jetzt auch problematisch, weil da die Raumschiffe sind, die ich nicht verschieben kann. Und hier ja eh schon die gesamte Lavalampe nach da zeigt und nicht nach da. Ja. Na gut, ich habe jetzt den Lernfilm-Mod, also ich könnte das hier aufschütten. Bisschen zumindest. Noch mal mehr davon. So. Also es wäre Platz für Fabriken hier. Jedenfalls für die hellblauen schon mal. Das heißt, ich müsste dann nur die grünen Ärmchen von hier nach da oben bekommen. Und was brauchen die Tränke noch? Wow, wir brauchen auch noch Batterien. Die müssten wahrscheinlich eingeflogen werden. Rote Chips sind relativ in der Nähe. Und Stahl. Stahl ist auch wieder ganz woanders. Also ich denke, hellblaue Massenproduktion kommt erst, wenn die Roboter da sind. Also keine Ahnung, 100 oder so Transportbots. Vorher macht das nicht so viel Sinn. Gib her damit. Das heißt, das hätten wir schon mal automatisiert. Ist nur eine Frage der Zeit. Oh Gott, warum sind die hier auf derselben Seite, die Chips?
Die roten Chips sollten doch anders laufen. Ach, das noch, das muss umgebaut werden. So. Genau, die sind falsch da. Das heißt, wir müssten nicht. Ich will da keinen Knick haben. Ich will das gerade haben. Das geht nicht. Okay, dann muss das hier noch weiter umgebaut werden. Selbes Problem wie vorher, oder? Ja. Aha. Okay. Und dann das Ärmchen da. Gut. Sehr gut. Du führst wohin? So, nach da oben. So. Rot links, grün rechts. Alles wieder strukturiert. Sehr gut. Her damit, her damit. Okay. Jetzt kleines Päuschen. Nächste Folge. Wartet darauf, dass grüne Ärmchen fertig werden für die hellblaue Tränke und zwischendurch werden Snipertürme gesetzt, wird ein bisschen repariert, werden vielleicht noch ein, zwei Roboports gesetzt, weil gerade hier im Westen... Wow! Was ist das da? Planänderung. Nächste Folge bauen wir hier überall Snipertürme hin, holen die Königin von da, zerstören diese Basis, die anscheinend schon recht schnell recht groß geworden ist und haben dadurch wieder genug Alien-Artefakte, um noch einen Crusher-Crusher zu bauen. Okay, also bis gleich.